Durch diese Sumpf- und Moorlandschaft fließt einer der letzten Wildflüsse Europas, der schließlich in den Atlantik mündet. Das Sumpfgebiet der Loire-Mündung ist zu einem Zufluchtsort für Zugvögel geworden und beherbergt ein wahres Schilfparadies. Hier lebt seit Jahrhunderten ein vom Mensch gezüchtetes Tier, von dem man dachte, es sei dabei zu verschwinden. Eine alte Kuhrasse, deren Erscheinung die Sumpflandschaft wieder prägt. Die Vache Nantaise. Mit ihren schwarz umrandeten Augen, ihren wohlgestalteten Hörnern und ihrem weizenfarbenen Fell ist sie unverwechselbar und nimmt einen besonderen Platz in der ländlichen Geschichte Frankreichs ein. Als eine der ersten einheimischen Rassen, die vor dem Aussterben bewahrt wurden, ist sie zum Symbol für den Kampf um die Vielfalt der Tierwelt geworden. In dieser Region wird dem ökologischen Landbau schon längere Zeit eine große Bedeutung beigemessen. Man versucht, eine umweltverträgliche Form der Landwirtschaft zu entwickeln. Die saftig grünen Wiesen werden vom lehmhaltigen Wasser der Loire und ihren zahlreichen Nebenarmen bewässert. Sie sind typisch für das Ackerland im Pays de Ray rund um Pont-Saint-Père. Ein wahres Paradies für die Aufzucht der Vache Nantaise. Na, wann ist es denn soweit? Diese Kuh hat die Besonderheit, den Namen einer Stadt zu tragen und in einer Moorlandschaft zu Hause zu sein. Zum Scherz sagen die Einheimischen, die schöne Kuh hätte Schwimmhäute zwischen den Klauen, weil sie sich so gut auf den nassen Böden bewegen kann. Eine echte Anpassungskünstlerin, die auch das schwer verdauliche Sumpfgras gut verträgt. Die Nantaise hat die Fähigkeit, auch Futtergut zu verwerten, das andere Rassen gar nicht erst anrühren würden. Es handelt sich um eine Mischrasse, die sehr viel Milch produziert, sehr fruchtbar ist und auch leicht kalbt. Vorwärts, meine Große. Na los, geh schon. Los, vorwärts, komm. Die Nantaise ist wegen ihres Charakters so beliebt. Je mehr Zeit sie mit ihr verbringen, umso zahmer wird sie. Man muss ihr zwar mehr Zeit widmen, aber das ist auch das, was sie so liebenswürdig macht. Denn sie weiß es, einem zu danken. Zeit, das brauchen die Tiere auch, um Milch und Fleisch abzugeben. Das Wachstum der Vache Nantaise dauert doppelt so lang wie das der produktiveren Rassen. Davon lassen sich jene, die im 19. Jahrhundert die Vorzüge ihrer Milch und ihres Fleisches im ganzen Land anpreisen, nicht entmutigen. Auch Großgrundbesitzer fangen an, sich für die besondere Kuhrasse zu interessieren. In der Gemeinde Chimeray im Herzen des Pays de Ré beginnt eine alte Adelsfamilie mit der Zucht. Sie herrscht von ihrem riesigen Landgut aus über die Hälfte der Region. Unweit des Schlosses wird Ende des 19. Jahrhunderts ein großer Komplex von Ställen und Nebengebäuden errichtet. Er beweist die große Leidenschaft des Besitzers für die Nutztiere. Gustave de Juinet. Gustave de Juinet und andere haben sich sehr für die Nantaise interessiert, weil sie viele Vorzüge hatte. Sie galt als die Kuh der armen Böden, das heißt der Sumpf- oder Heidelandschaften. Sie konnte sich mit wenig Nahrung begnügen und das macht ihre Stärke aus, ihre Widerstandsfähigkeit und ihre Besonderheit. Zur gleichen Zeit beschäftigen sich die Gelehrten und Würdenträger mit der Frage der Rinderrassen. Es geht darum, die besten Zuchttiere auszuwählen, um ihre Ausdauer und Arbeitsfähigkeit zu verbessern. Hier setzt sich Gustave de Juinet für die Nantaise ein.
Er will die Rasse zu einer der wichtigsten in Frankreich machen. Gustave de Jouinet war sehr fortschrittlich eingestellt. So hat er beispielsweise sein Land zur Verfügung gestellt, um den Bau der Eisenbahnlinie zwischen Nantes und Pornic zu ermöglichen. Er hat sich sehr für neuartige agronomische Vorgehensweisen interessiert. Er hat die Ufer seines Flusses reinigen und Torfmoore anlegen lassen. Und vor allem hat er sich um die Tiere gekümmert. Seine Nantaise-Zucht wurde von Pachtbauern aufgezogen. Er hat seine Landwirte dazu verpflichtet, ihre eigenen Kühe auch waschen Nantaise zum Stier des Schlosses zu führen, und er hat ihnen verboten, eigene Stiere zu halten, aber dafür war die Befruchtung kostenlos. Beginn des 20. Jahrhunderts setzen sowohl die Großbauern als auch die vielen kleinen Pächter weiterhin auf diese Kuhrasse, die auf den Feldern zahlreiche Dienste leistet. In der Stadt ist die industrielle Revolution voll im Gange. Und der Bedarf an Milch und Fleisch nimmt zu. Die Stadt Nantes, die ihren bisherigen Wohlstand dem Hafen verdankt, wird zu Beginn des 20. Jahrhunderts richtungsweisend im Bereich der Nahrungsmittelindustrie. Gegenüber des Schlosses befindet sich eine Fabrik, in der ein Gebäckstück hergestellt wird. Jedes Kind in Frankreich kennt es. Es wird zu einem der Wahrzeichen der Lokalindustrie von Nantes werden. Der Petit Beurre, der Butterkeks. Das Keksrezept ist von Monsieur Lefebvre erfunden worden. Er hat klein angefangen und sich Schritt für Schritt weiterentwickelt. So hat der Erfolg nicht lange auf sich warten lassen und er konnte sich vergrößern. Damals hat er eine alte Spinnerei gekauft, die auf dem anderen Ufer des Flusses Erdre lag. Und dort wurde das Lefebvre Utile-Haus gebaut. Die Lü-Fabrik. Eine wahre Stadt in der Stadt läuft auf Hochtouren. Jeden Tag verlassen mehr als 15 Tonnen Kekse die Produktionsbänder und versorgen ganz Frankreich mit der begehrten Ware. Die Stadt Nantes war von einer Vielzahl von kleinen Bauernhöfen umgeben. Und der klassische Absatzmarkt für die Bauern, die ihre Kühe gemolken haben, war die Keksfabrik Lü. Zumindest für diejenigen, die in der Umgebung gelebt haben. Sie brachten ihre Butter, die am Morgen gebuttert worden war, noch am selben Morgen vom Bauernhof in die Fabrik. Doch die boomende Industrialisierung wendet sich bald gegen die Vache Nantaise. Nach dem Schock des Zweiten Weltkriegs fordern die stark anwachsende Bevölkerung und eine fortschreitende Urbanisierung ihren Tribut von den kleinen Landwirtschaftsbetrieben. Die Modernisierung der Landwirtschaft ist in vollem Gange. Auf dem Feld wird die Nantaise durch Traktoren ersetzt. Und da sie in Bezug auf Milch und Fleisch nur halb so produktiv ist wie andere Rinderarten, verschwindet sie fast vollkommen. Innerhalb von 30 Jahren sinkt ihr Bestand von 150.000 Tieren auf nur noch etwa 50 Exemplare in den 1980er Jahren. Damals gab es nur ein paar ältere Züchter, die diese traditionelle Rasse beibehalten hatten. Und niemand wagte zu hoffen, dass junge Züchter sich für diese Rasse entscheiden würden. Glücklicherweise war diese Befürchtung falsch. In der Region um Nantes formt sich Widerstand. Auf der Hochebene des Larzac kämpft eine Bürgerbewegung lange gegen die Umwandlung eines ehemaligen Militärgeländes in einen Flughafen. Im Bereich der Landwirtschaft entsteht eine neue Gewerkschaft, die das produktivistische Modell ablehnt. Darüber hinaus sorgen sich einige Wissenschaftler und Ökologen um die Vielfalt der lokalen Tierwelt und beschließen, ihre Kuh, die Nantaise, zu retten. 40 Jahre später erinnern sich diese Pioniere in der Gemeinde Le Drenis an die erste Herde, die sie gerettet haben. Die Fotos sind nicht ganz neu. Ja, davon gibt es ein paar. Das war am 15. Dezember 1985. Wir haben die Herde in sehr kurzer Zeit erworben, da sonst ein Teil davon beim Schlachthof gelandet wäre. Wir mussten also schnell sein. Régis Frenot, damals Mitglied einer Umweltschutzorganisation, kümmert sich um die Erhaltung dieser Herde. Laurent Chalet kauft dank ihm einige der Tiere, um die Zucht der Kuhrasse seiner Kindheit wieder aufzunehmen.
Interessant ist es, nicht der Letzte zu sein, sondern der Erste einer Bewegung. Es ist toll, diese Verantwortung zu haben, und gleichzeitig ist man sich dessen nicht bewusst. Für mich war das ein natürlicher Prozess. Laurent war erst 26 Jahre alt, als er den hochverschuldeten Hof seiner Eltern übernahm. Am Anfang, als ich noch klein war, gab es den Stall, in dem meine Mutter gemolken hat und in dem die letzten beiden Nantais standen, die ich gekannt habe, Rochette und Dalida. Während meine Mutter gemolken hat, saß ich neben ihr und habe Hausaufgaben gemacht, denn sie behielt mich immer im Auge. Meine Kindheit war eine sehr, sehr glückliche Zeit. Doch später habe ich meine Eltern sehr unglücklich erlebt, weil diese Form der Landwirtschaft sie völlig zerstört hat. Ganz ruhig, alles gut. Das ist der wichtigste Moment am Tag. Morgens und abends werden die Kälber gestillt. Seit 26 Jahren züchtet Laurent Chalet die bretonische Kuhrasse. Und er hat rund 40 weitere Züchter gewinnen können. Aus der Gegend um Nantes wird ein wichtiges Zentrum ökologischer Tierzucht. Die Rettung hat etwa 20 Jahre gedauert. Doch der Bestand der Nantais hat sich deutlich erholt. Wir haben 40 Kühe hier auf dem Hof. 40 Kühe sind aus Sicht der modernen Rindfleischproduktion lächerlich. Aber mit 40 Kühen verdienen wir unseren Lebensunterhalt. Da wir sehr effizient sind, sowohl bei der Produktion als auch bei der Vermarktung. Es ist wichtig zu zeigen, dass diese Art der Landwirtschaft heute einen Platz hat, auch für die Generationen von morgen. Heute schreiben die Züchter der Nantais ein neues Kapitel in der Geschichte dieser alten Kuhrasse. Sie erkunden neues Weideland, und zwar die städtischen Wiesen. Auf dem ehemaligen Brachland des Bois d'Isons im Landkreis der Stadt Nantes wehrt sich eine Bürgerinitiative gegen die Urbanisierung und erweckt diese ehemaligen Naturwiesen wieder zum Leben. Klar, es ist ein urbanes Umfeld. Anfangs hatte ich meine Zweifel, aber irgendwann haben sie sich an die Umgebung gewöhnt. Sie sind hier genauso glücklich wie auf dem Hof, zu Hause, in den Sümpfen. Nach einem ersten Leben als Berater von Landwirten züchtet Benoît Roland nun seit 12 Jahren Nantais. Wir schlagen hier sozusagen ein natürliches Mähen vor, eine natürliche Landschaftspflege. Und das ist aus ökologischer Sicht auch sinnvoll. Die Rückkehr der Nantais in die Stadt ist Teil eines umfassenden Projekts zur Verteidigung der lokalen und städtischen Landwirtschaft. Sehr zur Freude der Besitzer der anliegenden Schrebergärten. Von dem Moment an, als die Kühe hier waren, sind auch viele Familien gekommen, Spaziergänger aus allen Generationen. Auch Senioren wie ich kommen hier zum Wandern vorbei. Und es werden immer mehr, es ist wirklich ein großer Gewinn. Als Trägerinnen der Identität einer Region, die sie mitgestaltet haben, verkörpern die Nantais eine traditionsreiche ländliche Kultur. Heute weiden die Kühe auch an anderen Ufern. Und werden dort hoffentlich ebenso ihre Spuren hinterlassen.